Hallo Freunde, hallo PC Masters User. Heute stelle ich euch meine Neuerwerbung vor, das Rode VideoMic. Ich werde es in Zukunft Videomikrofon nennen, das klingt irgendwie deutscher. Ja, so sieht's aus. So kauft man das Teil. Den Popschutz abnehmen ist eigentlich nicht vorgesehen. Ich wollte es bloß mal zeigen. Ich habe noch ein sogenanntes D-Cat dazu gekauft. Ja, braucht man, wenn man Windgeräusche eliminieren oder weitestgehend zurückdrängen will. Was soll man sagen? Alle Features, die man braucht, sind da. Ein wunderbares Mikrofon. Wozu man die Verstärkung zurückschalten kann, weiß ich allerdings nicht. Was ich brauchte, war so ein kleines Plastikteil. Andernfalls kriege ich das Mic nicht auf der Kamera befestigt. Mit einem Schalter zu bedienen, drei Stellungen, Aus-, An- und Low-Cut-Filter. Das Teil braucht eine 9 Volt Block-Batterie. Das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, geht aber. Nicht so gut gelöst ist diese Verstärkungsumschaltung. Man kommt da sehr schlecht ran, muss sowieso die Batterie herausnehmen. Sehr gut dagegen, dass man die Befestigung verstellen kann. Ich habe sie auf das letzte Loch gestellt und so steht das Mikrofon schön weit hinten auf der Kamera. Damit ist ausgeschlossen, dass ich es bei der Aufnahme mit im Strahlengang der Optik habe. Das hier mal ein paar Aufnahmen zum Hörvergleich. Okay, jetzt hat der Radiosprecher genug geplappert. Jetzt bin ich mal dran. Hier mal zum Vergleich ein paar Aufnahmen. Nummer 1 mit einem Sennheiser Headset. Klingt nicht so gut. Nummer 2. Mit den eingebauten Mikrofonen in der Sony Alpha 55. Klingt schon besser. Und Nummer 3 mit dem Videomikrofon. Klingt richtig gut, wie man an der Musik hören kann. Ja, und das war Outdoor. Hier das Videomic. Bisschen anfällig gegen Hochspannung ist es. Das hört man an diesem Tick, Tick, Tick im Hintergrund. Aber wir wollten den Weidezaun deshalb nicht extra abschalten. Ja, kaum Windgeräusche. Das D-Cat war drauf. Und was meine Frau dort in etwa 40 bis 45 Meter Abstand zur Kamera macht, ist wunderbar zu hören. Hier im Vergleich die eingebauten Mikrofone der Kamera, sehr viel Windgeräusche und von der Tätigkeit meiner Frau im Hintergrund hört man überhaupt nichts mehr. Ja, und das Pferd sagt sowieso nichts. Hier habe ich extra einen Tag mit einer Windstärke, an der sich das am besten demonstrieren lässt, abgewartet. So ungefähr 5 Beaufort hat der Wind. Man erkennt das daran, dass die Fahnenmasten schon ziemlich wackeln. Ja klar, ohne den Popschutz sollte man das Videomikrofon nicht nutzen. Das hört sich wirklich schrecklich an, außer Wind eigentlich gar nichts.
mit Popschutz schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Deshalb kann ich nur dringend dazu raten, diese tote Katze mit dazu zu kaufen, auch wenn die nicht wirklich billig ist. Wird dieser aufgerissene Flocati mit über das Mikrofon gezogen, ist der Wind schon ziemlich eliminiert. Heißt, der ist natürlich immer noch da, aber man hört das nicht so. Richtig gut wird es eigentlich erst, wenn man noch den Low-Cut-Filter zuschaltet. Gut, dass dieser Filter ansonsten auf den Frequenzgang keinen merklichen Einfluss hat. Komme ich zu meiner Wertung. Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist überragend. Die Richtwirkung, naja, gut. Was Besseres hatte ich jedenfalls bisher noch nicht. Der Frequenzgang ist voll zufriedenstellend, genauso wie der Rauschabstand. Die Windempfindlichkeit, eigentlich müsste es Windunempfindlichkeit heißen, ist sehr gut, wenn man das Decat mit benutzt. Das Gewicht geht voll in Ordnung. Bei der Handhabung gibt es ein paar kleine Abzüge wegen der Batterie und diesen dämlichen Schaltern zur Verstärkungsumschaltung. Der Preis ist eigentlich in Ordnung, nur das Decat, das ist etwas sehr teuer. Also ich halte das Teil für absolut empfehlenswert. Wer ein gutes Videomikrofon braucht, sollte hier zuschlagen. So, das war's dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.